Autos der Marke Lada sind in Deutschland eher eine Seltenheit. Es gibt auch echte Enthusiasten, wie hier bei einem Fantreffen in Norddeutschland. Gerade der Lada Niva hat viele Fans in der Offroad-Szene. Doch der Durchschnittsdeutsche verbindet mit Autos made in Russia nicht unbedingt Qualität, sondern eher kantenreiches Geklapper. Seit diesem Jahr schickt Tenoch Avtovaz, der Hersteller der Ladas, den Granta in seine deutschen Autohäuser und das Billigsegment Marken wie Dacia streitig zu machen. In Russland ist dieses Modell schon länger unterwegs und soll dort die klobigen Uralt-Ladas früherer Zeiten ersetzen. Zumindest bei den Autofahrern, die ihre Ladas noch nicht selbst durch ein Auto westlichen oder japanischen Ursprungs ersetzt haben. Entwickelt wurde der Granta aus dem Lada Kalina, der schon länger auf dem Markt ist und hier pressewirksam gleich von Putin beworben wird, der aber ansonsten auch andere Autos fahren dürfte. Gebaut wird der Granta in zwei Fabriken in Kasachstan und in Russland mit einer Kapazität von bis zu 200.000 Einheiten pro Jahr. 2012 wurden etwa 120.000 verkauft. Trotz der modernen wirkenden Präsentation, russische Autos haben nicht nur in Deutschland ein massives Imageproblem. Auch in Russland taugt ein gebraucht VW Golf besser zum Protzen beim Nachbarn als ein vergleichbarer neuer Granta. Nicht umsonst betont Avtovaz sogar in eigener Werbung, dass zahlreiche ausländische moderne Technik unter der Haube steckt. Ob der sehr günstige Preis dem Granta einen Markterfolg in Mitteleuropa bescheren wird, wird sich noch zeigen.